Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Eindrücke vom vergangenen Sommerhochwasser sind bei uns allen noch frisch und präsent. Die Elbe zeigte erneut auf gewaltige Art und Weise, wie viel Platz sie wirklich braucht. Dass es für Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr noch relativ glimpflich ausging, war unzähligen Helfern, einem guten Katastrophenmanagement und der länderübergreifenden Zusammenarbeit von Betroffenen und Behörden zu verdanken. Diese Leute haben Schlimmeres verhindert. Dafür auch an dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön von Seiten der Bündnisgrünen, die hier Tag und Nacht für den Schutz von öffentlichen und privaten Gütern, für den Schutz von Leben gearbeitet haben. Es ist unbedingt notwendig, so viel, so wie bei den Hochwasserereignissen zuvor, aus dieser Flut zu lernen. Und deshalb ist auch der Antrag von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, der Regierungskoalition am Ausgang dieses Flutsommers wichtig. Wichtig und richtig. Wir teilen ihn weitgehend, haben aber doch in einigen wichtigen Details, wie Sie wissen, eine andere Auffassung bzw. auch Nachfragen. Zunächst zur EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Sie fordern, dass die auch in Mecklenburg-Vorpommern konsequent umgesetzt werden möge. Eine solche Forderung ist erstaunlich. Es sollte doch wohl selbstverständlich sein, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern europäische Richtlinien, die unmittelbar gelten und zudem bereits in nationales Recht umgesetzt wurden, auch konsequent vollzogen werden. Wäre dies anders, so würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Die EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, ein wirkliches sperriger Begriff, ist das zentrale Instrument, um zu einem Hochwasserschutz zu kommen, der auf lange Sicht die enormen Schäden an der Infrastruktur, an Hab und Gut der Menschen wirksam verhindern hilft. Mecklenburg-Vorpommern arbeitet dabei, wie andere Bundesländer auch, im Rahmen der vorgeschriebenen Zeitschiene das Programm ab. Sie haben uns dies ja bereits hier heute vorgestellt, Herr Minister Backhaus. In diesem Prozess werden bis 2013 die Hochwassergefahren und Hochwasserrisikokarten anzufertigen sein. Auf dieser Basis sollen bis Ende 2015 dann die Hochwasserrisikomanagementpläne entstehen. Hier ist uns besonders wichtig, dass das Konzept zur Information, Beteiligung und Anhörung der Öffentlichkeit, so wie es 2011 vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, auch wie geplant umgesetzt wird. Denn beim Thema Hochwasser ist es erfahrungsgemäß nur mit erfahrenem Personal und geübten Kommunikatoren möglich, die Sorgen und Nöte der betroffenen Bevölkerung mit der Planung von vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen zu verbinden. Vorbeugender Hochwasserschutz, das heißt für uns in erster Linie, den Flüssen mehr Raum zu geben. Die seit Jahren von uns Grünen immer wieder genannte Forderung wird inzwischen auch von Landes- und Kommunalpolitikern anderer Parteien vertreten. Das ist gut und schön so. So beispielsweise vom Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Rolf Christiansen, der bei einem seiner ersten NDR-Interviews angesichts der diesjährigen Flut diese Schlussfolgerung zog. Und auch Herr Backhaus wies in seiner ganz aktuellen Pressemitteilung vom 2. September darauf hin. Da sehen wir also doch eine Bewegung, die nun aber mit Taten konkretisiert werden muss und nicht wie nach der Flut 2002 in Sachsen etwa, wo vom einstigen Plan, 7.500 Hektar Überflutungsfläche zu schaffen, bis heute lediglich 111 Hektar umgesetzt sind. Wo hier noch Spielräume für Ausdeichung sind, sollte Ergebnis jener Kartierung sein, die eben im Zusammenhang mit der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie angefertigt werden und die wir mit Interesse erwarten. Stehen diese potenziellen Ausdeichungsflächen fest, dann sollten wir hier mit ganzer Kraft
für den Wiederanschluss ihrer Flächen an die Fließgewässer arbeiten. Auch muss ein Vorkaufsrecht für Bund und Länder her, wenn es um die Arrondierung von Auenflächen geht. Wenn hier weiterhin das Prinzip Eigennutz vor Gemeinwohl steht, wird hier jeder Flächeneigentümer in den Auen seinen Acker verteidigt. Wenn Bürgerinitiativen entstehen, weil sie Mückenplagen befürchten, dann kommen wir mit den dringend benötigten Überflutungsflächen einfach nicht weiter. Nun zur Finanzierung. Sie fordern einen Sonderrahmenplan Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz und übernehmen damit eine Forderung, der die grüne Bundestagsfraktion im Juni diesen Jahres in ihrem Antrag Flutopfern solidarisch helfen, Hochwasserschutz solidarisch modernisieren, formuliert hat. Ein solcher Ansatz ist nicht nur deshalb vernünftig, sollte aber eben nicht zu mehr technischem, sondern zu mehr ökologischem Hochwasserschutz führen. Eine weitere Finanzierungsquelle für mehr ökologischen Hochwasserschutz ist natürlich ganz klar die Agrarförderung der neuen Förderperiode im Rahmen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Wir werden ja das Thema an anderer Stelle der Tagesordnung noch vertiefen. Aber ich will es auch hier schon formulieren. Wenn Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der anderen demokratischen Parteien, einen Kurs der Landesregierung stützen, mit dem die zweite Säule der GAP geschwächt wird, dann verhindern Sie wirksamen Hochwasserschutz. Es liegt doch klar auf der Hand, dass wir möglichst viele flexible und attraktiv ausgestaltete Agrarumweltmaßnahmen benötigen, um durch angepasste Landnutzung unsere Auengebiete zu extensivieren. Es ist einfach ein Unding, wenn wir mit hohen Deichen Ackermaiskulturen schützen, statt die Deiche dort, wo es geht, zu öffnen und humusreiches Grünland zu schaffen, das über ein hohes Wasserrückhaltevermögen verfügt. Nur wenn wir unsere Auen extensiv als Grünland bewirtschaften oder Auenwälder initiieren, können wir mit diesen Überflutungsflächen das beste Ergebnis im Sinne des Hochwasserschutzes erzielen. Unter anderem dafür brauchen wir die 15% der GAP-Mittel, die Deutschland aus der ersten in die zweite Säule verschieben kann. Und dafür müssen Sie kämpfen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Dann werden wir auch einen wirksamen Hochwasserschutz hinbekommen. Sie, Herr Minister Backhaus, haben in der letzten Woche verkündet, dass das Land 50.000 Hektar aus Beständen der BVVG übernehmen will. Sicher sind dort auch die ein oder anderen Auengebiete mit dabei, die als Überflutungsräume dienen können. Wenn es so ist und der Ankauf erfolgreich verläuft, was wir begrüßen würden, dann mögen Sie sich an Ihre Vorstellungen zur Flächenpolitik an unseren Flüssen erinnern. Abschließend zu unserem Änderungsantrag. Immer wieder ertönt nach einer Flut der Ruf, die Auengehölze an der Elbe abzusägen und dies dauerhaft zu wiederholen. Ein Baum, Herr Backhaus, wird wahrscheinlich nach Ihren Ausführungen da nicht reichen. Wir haben allerdings eine andere Auffassung. Angeblich stauen die Gehölze das Hochwasser massiv auf und gefährden den Abfluss. Berechnen im Auftrag der Landesberechnungen im Auftrag der Landesregierung haben ergeben, dass ein kompletter Bewuchs der Elbauen mit Gehölzen, ein Zustand, von dem wir weit entfernt sind, zu einem Aufstaueffekt von maximal 23 Zentimetern führen würde. Ich habe eben aber Zahlen von 50 gehört. Bei einer Auslichtung des Bestandes der mit massiven Eingriffen in nach europäischem Naturschutzrecht geschützten Gebieten und mit hohen dauerhaften finanziellen Aufwendungen verbunden wäre, betrüge der Absenkeffekt nicht mehr als 8 bis 10 Zentimeter. Meine Damen und Herren,
Somit sehen wir hier ein starkes Missverhältnis zwischen Eingriffen in naturschutzrelevante Areale einerseits und den damit zu erwartenden Absenkeffekten auf den Hochwasserspiegel der Elbe andererseits und lehnen einen solchen dauerhaften Eingriff in die Elbauen ab. Ich werbe für unseren Änderungsantrag und ich weiß durchaus, wovon ich rede. Ich habe 4 Jahre in dem unteren Odertal verbracht, eins der schönsten Auengebiete Deutschlands. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.